Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Apfelkompott mit Wein selber machen könnt. Dazu braucht ihr für zwei Personen drei große Äpfel, etwas Vanillezucker, einen Schlag Butter, etwas Weißwein, einen Kochtopf, Messer und einen Rührlöffel. Als erstes müsst ihr die Äpfel schneiden, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und sie schälen. Wenn ihr alle Äpfel geschält habt, schneidet ihr sie noch in kleine Stücke und erhitzt den Topf. Wenn ihr mit dem kleinen Schneiden fertig seid, müsste auch der Topf schon heiß sein und ihr gebt die Apfelstücke hinein. Legt ihr kurz den Deckel auf, lasst sie kurz andünsten. So ungefähr 2 Minuten. Dann hebt ihr den Deckel ab und löscht mit etwas Weißwein ab. Ungefähr 100 Milliliter. Dann gebt ihr den Vanillezucker zu, verrührt das Ganze und legt den Deckel auf. Und lasst die Äpfel ungefähr 5 bis 10 Minuten, je nach Sorte, bei niedriger Temperatur köcheln. Nach 5 Minuten guckt ihr schon mal, ob genug Flüssigkeit im Topf ist. Sonst müsstet ihr noch etwas Wasser nachgeben. Dann testet ihr, die Äpfel sind noch etwas zu fest. Dann können sie noch weiter köcheln. Wenn die Äpfel nach ein paar Minuten weich genug sein sollten, sie sollen ja noch etwas Biss haben, es soll ja kein Apfelmus sein, rührt ihr einen Esslöffel Butter unter. Das gibt einen noch feineren Geschmack. Dann müsst ihr das Kompott noch einmal abschmecken, ob eventuell noch etwas Zucker zu soll und ansonsten ist es fertig. Dann könnt ihr euer Kompott in Schälchen füllen. Oder aber zum Abkühlen noch in den Kühlschrank stellen. Nach Geschmack könnt ihr noch etwas Zucker, Zimt und Zucker zugeben. Nun ist das Kompott fertig. Ihr könnt es mit Vanilleeis genießen oder Pfannkuchen oder auch pur. Guten Appetit!